Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor gut zwei Jahren arbeitete Khalid noch als Maurer in Syrien. Er hatte den Militärdienst des Assad-Regimes hinter sich und als junger Familienvater befürchtete er, Tag für Tag wieder an die Waffe gepresst und in den Krieg geschickt zu werden. Daher hat er sich Anfang 2016 mit seiner hochschwangeren Frau und der achtjährigen Tochter auf den Weg gemacht. In der Türkei kam das zweite Kind zur Welt. Die Familie schaffte es dennoch bis nach Griechenland und strandete im Flüchtlingslager Idomeni. Die Familie verabredete dort, dass Khalid sich zunächst allein auf den Weg macht und später Frau und Kinder nachholt. Er schafft es, er stellt einen Asylantrag in Deutschland und erhält subsidiären Schutz. Meine Kollegin Kerstin Lühmann kümmert sich hier in Deutschland um ihn. Sie stellt einen Kontakt zu einem ehemaligen Zollbeamten, deutschen Zollbeamten her, der in Griechenland lebt. Der holt Frau und Kinder zu sich nach Hause, in sein Zuhause nach Griechenland. Und über ein Jahr lang überweist meine Kollegin und ein weiterer hilfsbereiter Mensch Geld nach Griechenland für Medikamente, Nahrung, Kleidung, Windeln. Das Schlimmste ist abgewehrt, doch Khalid sehnt sich nach über einem Jahr nach seiner Frau und seinen Kindern. Inzwischen nach knapp zwei Jahren ist die Familie zusammen, nicht über Familienzusammenführung, nicht über Visa, sondern die Familie hat sich selbst auf den Weg gemacht. Herr Kollege, ich gestatte Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Sichert. Nein, das mache ich nicht, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ich finde inzwischen Ihre Zwischenfragen genauso originell wie die immer gleiche Krawatte Ihres Fraktionsvorsitzenden. Meine Damen und Herren, es geht um Menschen wie Khalid, über die wir hier heute reden, um viele Einzelschicksale, die uns nicht unberührt lassen sollten. Denn wir wissen, einer unserer Grundwerte ist die Achtung der Familie. Nirgendwo sonst wird unsere Gesellschaft so zusammengehalten wie in der Familie. Nicht im Werkhallen, nicht in Büros, nicht in Schulen und nicht in Vereinen. Insofern folgerichtig heißt es auch im Grundsatzprogramm der CSU, Ehe und Familie sind die Keimzellen des menschlichen Zusammenhalts. Das stimmt aber, meine Damen und Herren, das gilt überall auf der Welt. Und ich füge hinzu, Grundwerte einer Gesellschaft lassen sich nicht auf Dauer aussetzen. Dann verlieren wir unseren Kompass. Ehemann und Ehefrau gehören zusammen, genau wie Kinder zu ihren Eltern gehören. Es gibt keine Teilzeitfamilien, keine Teilzeitelternschaften und auch keine Teilzeitehen. Und dabei ist ja nun der Familiennachzug wirklich eine sehr kontrollierte Form der Zuwanderung. Da kann man nicht einfach so kommen, sondern dafür benötigt man ein Visum, auf das man viele Monate, oft sogar Jahre warten muss. Das bedeutet, die Angehörigen werden nach und nach eintreffen. Ihr Zuzug lässt sich steuern und vorbereiten. Und man kann ihn auch knüpfen am Anfang gerade an Bedingungen wie schwere Erkrankungen beispielsweise oder besonders auch junge Kinder. Daher ist es gut, dass wir auch im Sommer den Familiennachzug wieder zulassen. Bitte sehr, man kann sich lange und zu Recht darüber unterhalten, ob 12.000 Menschen, die über den Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte pro Jahr kommen, eine angemessene Zahl sind. Es ist schon mal mehr als das, was ich aus den Jamaika-Verhandlungen gehört habe. Und es ist eine Zahl, die uns bei 82 Millionen Einwohnern nun wirklich auch nicht überfordert. Viele Samstagsspiele in der dritten Fußball-Bundesliga haben an einem Tag mehr Zuschauer als 12.000 Menschen, die in einem Jahr kommen sollen. Und der Familiennachzug, meine Damen und Herren, ist auch im deutschen Interesse. Wie sollen Menschen lernen, Deutschland und seine Werte zu achten, wenn dieses Deutschland auf Dauer ihnen die Familie verweigert? Deshalb lassen Sie uns das organisieren, steuern, integrieren statt dramatisieren. Der Familiennachzug ist integrationspolitisch sinnvoll, realpolitisch verkraftbar und moralisch geboten, meine Damen und Herren.
Jetzt erteile ich das Wort der Abgeordneten Dr. Frauke Petry.